Ich will erstmal eingeben, dass gab einen Erdrutsch. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ich anbohre. Aber hier gibt es auch einen Stein. So, der wurde dann mühselig die... Nee. Nein. Bohren. Alle sammeln sich hier rein. Kristalle zurecht. Hey Luda, wo willst du hin? Energiekristall. Und Luda, es gab einen Erdrutsch. Energiekristall. Massiver Fels. Na gut, da kommen schon ganz viele Leute. Oh, und hier ist ja noch was Neues. Es gab einen Erdrutsch. Hol das mal weg und baut da ein Dynamit hin. Und nein, du wirst mit Beil, werdet jetzt mal kurz da schaufeln, bevor der Dynamit ankommt. Massiver Fels. Sag nicht, der hat keine Schaufel. Siehste, los geht's. Und da kommt ja schon der Dynamit. Massiver Fels. Tja, früher gab's Medizinmänner, heute gibt's Dynamitmänner. Es gab einen Erdrutsch. Ist doch auch was Schönes, oder? Ja. Na komm. Gibt viel zu staunen und entdecken. Es gab einen Erdrutsch. So, und was gibt es hier zu staunen und zu, Die neue Höhle wurde entdeckt. Ui. So, da müsste aber noch ein bisschen was gemacht werden hier, ne? Also, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Hier bitte, ne? Hartes Gestein. Und dann sprengen wir hier auch noch einmal. Es gab einen Erdrutsch. Ja, das läuft eigentlich ganz gut. Es gab einen Erdrutsch. Ja, das machen wir auch manchmal. Nehmen Erz mit und essen dann erstmal. Erstmal Mittagspause. So, wer von euch nimmt das Dynamit? Er nimmt das Dynamit. Wer ist er? Er hat keine Namen. Und er läuft und geht quer durch die Welt. Legt das Dynamit ab. Und hier nochmal, er nimmt das Dynamit wieder. Geht vorbei an der Bauhütte, vorbei an der Tiefenplattform, vorbei an der Baustelle. Am Elektrozaun vorbei und geht den langen, geraden Flur mit einer Ecke an. Und es er läuft gab einen Erdrutsch durch die Höhle. Es ist quasi ein Marathon der Gefühle, wie er hier das Dynamit trägt und nun abstellt. Der Zähler läuft runter und es wird bumm. Es hat bumm gemacht gefunden. Und es sind sogar drei Energiekristalle dabei rausgesprungen. Dann wird hier noch der Abraum beseitigt. Der Dynamitmann kommt gleich zurück, um die Arbeit zu erledigen. Der Dynamitmann hat nun sein erstes Fältchen abgebaut. Und nimm sogleich mit ein Erz zurück zur Bauhütte, um dort neue Gebäude zu bauen. Es gab einen Erdrutsch. Wieso? Ach so. Es gibt ein kleines Problem bei jedem Bauen eines Gebäudes. Nämlich, wenn ein Elektrozaun Kontakt mit einem anderen Gebäude hat und dazwischen etwas errichtet werden soll, das funktioniert nicht. Da muss man einfach den Elektrozaun entfernen. Genau. Und dann wird auch gleich die Versorgungsstation gebaut. Versorgungsstation. Genau. Es gab einen Erdrutsch. Noch mehr Rockräder herunter teleportieren. Nicht teleportieren, mal eine Bauhütte runter. Es gab einen Erdrutsch. Rock Raider auf dem Planeten. Drei Teleportstationen. So, wo geht's dann noch hier unten lang? Hier kann man noch was sprengen und da kann man was bohren. Let's go. Ja genau, hier könnt ihr mal den Abraum beseitigen. Es gab einen Erdrutsch. Beseitigen. Die Wände verstärken. Denn hier denke ich oder weiß ich eigentlich, dass hier hinter es gab einen Erdrutsch. Einige von den Rockrädern. Oh Gott. Ein Energiekristall wurde gefunden. Die Höhle hier auf. Und oh, bitte nicht. Nee, das Risiko gehe ich nicht. Hätte jetzt auch nicht sein gemusst. Das hätte jetzt auch nicht sein gemusst.
Gutes Deutsch. Gut Deutsch sprechen wir tun. So, machen wir doch alles mal hier Schutt und legen wir es hier gab einen Erdrutsch. Und Asche. Hui, hier geht's tief runter. Wasser. Meer. Nee, eigentlich es nur gab einen Erdrutsch. Tja, nicht allzu viel dahinter, aber hier scheint es noch was hinter zu geben. Was gibt es denn hier hinter? Lieber Dynamitmann, verrätst du uns, Eine neue Höhle wurde entdeckt. Hey, eine neue Höhle wurde entdeckt. Komm, lass uns sie untersuchen. Oh Gott. Nee, ich hab nichts gesagt. Es gab einen Höhle. Dickes... Dass das Wasser hier nicht runterfließt. Also, Junge. Es gab einen Erdrutsch. Darf ich mal kurz in First Person gehen? Zurücklaufen. Also, dass das Wasser von ein hier oben jetzt nicht hier runterbrechen würde. Das ist schon... Uiuiui. Starker Boden hier, der Planet, du. So, aber wir sind noch nicht fertig. Wir bauen hier noch mehr ab. Wir bauen hier noch mehr ab. Und noch mehr. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder, wie dieser eine Bug war. Moment, ich zeig euch das mal. Wenn man jetzt mit einem Rockräder in First Person hier an die Wand läuft... Ah Mist, das funktioniert hier leider nicht. Es gibt einen Bug, womit man sich, während man sich, oder während man an einer Wand ist, sich dabei noch bewegt. Und damit kann man dann so ein bisschen um die Ecke backen. Und, wenn ich jetzt nach links, rechts, links gehe, dann Google-Perspektive. Kann ich da nicht irgendwie lang gehen. Aber das geht halt manchmal doch. Und der stand gerade im Wasser. Aber gut. Jedenfalls kann man sich da so ein bisschen rumbacken. Und da geht's ja noch weiter. Hey. Ganz schön viele Rockräder, aber es geht noch weit aus. Es gab einen Erdrutsch. Ein Energiekristall wurde gefunden. Fährt der Dynamit wieder mit dem Block Dynamit zum Einsatzort. Ruht sich noch kurz aus vor dem Sturm, legt das Dynamit vor der Wand ab und verschwindet so schnell es geht. Richtung und muss nach Einheit. Noch alle Schaden heutzutage. Diese Dämm. So, aber es sind immer noch zu wenig Leute, um das ganze Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Echt schlimm ist das. Muss ich wohl noch weiter hier bauen. Es gab einen Erdrutsch. Mal. Versorgungsstation. Ja, genau. Ist klar. Ist und hier hin. Es gab einen Erdrutsch. Nee, ist echt jetzt. Du machst das wieder. Es gab einen Erdrutsch. Noch eine Versorgungsstation gebaut. Nicht, dass man irgendwie genug hat. Aber wir haben es gab einen Erdrutsch. So, Energiekristalle kommt hier. Es gab einen Erdrutsch. Diese ganzen Massen. Aber finde ich gut, ist wichtig.
Stromverbindung. So, was fehlt noch? Erz. Leute. Ach, da kommen ja schon die drei Energie. Es gab einen Erdrutsch. Stromverbindung. So, dann bauen wir das Gebäude auch gleich mal aus. Versorgungsstation. Es gab einen Erdrutsch. Herunter teleportiert werden. Auch nochmal. Dann löschen wir das Ding. Löschen im relativen Sinne. Bauen hier auch nochmal eine Bauhütte. Stromverbindung. So, und das Spiel läuft noch flüssig, dank der doch sehr es gab einen Erdrutsch. Ach, vergiss es. Aha, jetzt sind auch schon mal ein Wetter zugekommen. Steht hier doch nicht mehr rum. Geht mal hier hinne und schaut mal zu, wie deine Menschen in der Ruhe kommen. Hier kommt was an. Versorgungsstation erfasst. Super TI-Aufgabe. Eigentlich nicht. Moment kurz. Wir bauen den Super Teleporter. Vom Spiel. Los geht's, Leute. Bauhütte. Bauhütte. So, jetzt sind hier die ganzen Rockräder auf dem Weg. Und es wurde gesprengt, aber noch nicht genug. Du hast einen super Teleporter gebaut. Wenn du ihn auf Stufe 1 ausbaust, kannst du selber die größten Rockrider-Fahrzeuge heruntertransportieren. Jetzt bereits im Transport der Loader-Doser, Schauflader und der Granitbrecher. Ach, weißt du was, wir sprengen nicht weiter. Wir nehmen gleich das dickste Fahrzeug von allen. Nämlich den Chrome Crusher Powerbohrer, kurz CCPB. Das Ding hier. Ein Monstrum von Gerät. Ein super Gerät, möchte ich dazu sagen. Du hast jetzt eine Chrome Crusher Powerbohrer, die stärkste verfügbare Abbaumaschine. Mit seinem gewaltigen Bohrer kommt er schneller durch Wände als irgendein anderes Gerät. So, dann bauen wir noch eine kleine Ausrüstungswerkstatt und holen hier einen Fahrer. Und schauen uns einmal das Gebäude Super Teleporter an. Das Ding hat Chrome Crusher Powerbohrer. Das Ding hat eine ganz normale Teleport-Plattform in der Mitte, die man sich erkennen kann. Und zwei größere Pfeiler. Super Teleporter. Markierer hier an den Seiten, welche hier blinken und LED und so. Du hast eine Aufrüstungswerkstatt gebaut. Du kannst jetzt Fahrzeuge aufrüsten und Rockräder zu Ingenieuren ausbilden. So, Fahrzeug aufrüsten, geht über diesen Button. Und dann rüsten wir doch mal den Motor auf. Man schaue in. Im Moment hat er 4. Ein 4, also 8 V8. Chrome Crusher Powerbohrer. Chrome Crusher Powerbohrer. Und jetzt hat er ein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein V12 Motor ist doch was Schönes. Also, laut Rockräder hier die Stromverbindung. 12. Stromverbindung. Chrome Crusher Powerbohrer. Hier haben wir einen voll ausgerüsteten Chrome Crusher Powerbohrer mit Laserstrahl. Chrome Crusher Powerbohrer. Den demonstriere ich einmal. Ja, so funktioniert der. So, in Second Person. Ach, nee, den noch in First Person. Jetzt haben wir hier die beiden Bohrer und fahren einmal zum Einsatzort. Ich möchte aber vorher noch einmal alle Einheiten. Ach, Heimkleister. Moment, das ist nie passiert. Und ich wollte gerade alle Leute da hinschicken. Fahrer holen. Ausrüsten hier nochmal im Schnelldurchlauf. Ah, ich bin so ein Depp. Stromverbindung. Das Blöde ist, das kostet immer immens. Was macht der da? Chrome Crusher Powerbohrer. Erz von 23 zu.
Chrome Crasher Powerbore. 3. Na gut, dann lassen wir den jetzt mal hierhin anrollen. Und sagen den ganzen Rockrädern, dass sie hierhin laufen sollen. Dann zoomen wir noch mal ein bisschen raus. Sagen den Rockrädern, dass sie hier hinlaufen sollen. Sagen den Rockrädern, dass sie nochmal hier hin gehen sollen, damit nicht überflutet werden der Ort. Also das sind keine Rockräder. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Das hier ist noch ein Rock. Jetzt ernsthaft, ihr müsst zum Fressen laufen. So, ah ne, noch nicht in First Person, der muss erst da durch. Und mein Hund bellt gerade wie verrückt. Oh, essen bitte. Dann einmal hier mit hinstellen. Und dann bohren wir doch mal die erste Wand im First Person mit dem Chrome Crusher ab. Los geht's. Ja, das dauert ein bisschen, bis man dran ist. Schulterperspektive. Und los geht's. Ein Energiekristall wurde gefunden. So, den Rest machen wir einmal so. Hier, komm, auf da. Hier auch, jetzt können wir hier auch bei den harten Gesteinslagen Wand anbohren. Das ein Energiekristall wurde gefunden. Zeigen hier, dass das überhaupt nicht funktioniert. Dass das also überhaupt nicht funktioniert. Geh mal irgendwie hier hin. Chrome Crasher Powerbore. Chrome Crasher Powerbore. Sekunden. Mist. 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 Ich möchte euch nur mal demonstrieren, wie der Laserstrahl. Chrome Crasher Powerbore. Treffe ich doch hier. Zack, zwei Schüsse und weg ist das Ding. So, jetzt aber du hier hier hinfahren tun. Und ihr fressen und dann hier hingehen tut. Aber ein schönes großes Rock Raider Headquarter haben wir hier. Das finde ich echt genial. Oder schön. In einigen Gebäuden so hier und da und dort und einem großen Fahrzeug in der Mitte. Ja, warum nicht? Im Hintergrund sieht man übrigens, da ist irgendwie die Welt nicht geladen. Aber keine Sorge, wenn man aus dem Bereich rausgeht, der geladen wird. Die Fahrzeuge und so weiter fahren trotzdem weiter, wenn man die gerade so ein bisschen sieht. Da werden dann halt nur die Texturen nicht mehr geladen oder sind dann halt nicht mehr mit dabei. Hier, bitte essen. Und hier auch bitte einmal hier runtergehen. Denn jetzt kommt ein großer Augenblick. Wenn es die Hülle mit den Rockrädern. Achso, ich dachte schon. Ey, 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 ey. Sag mal, was wird denn das? Da laufen die mit mal allesamt runter. Bis auf der Decke dahin. Ja, der braucht ein bisschen länger mit dem V6 oder so. Leute, das große Finale des Levels steigt hier unten. Chrome Crasher Powerbore. Ja. Das Ding gibt es übrigens auch in real. Chrome Crasher Powerbore. Ja, habe ich mal auf dem Flohmarkt gesehen. Fand ich irre genial, hat aber nicht gelohnt. Und da sind sie, unsere drei Rockräder. Yay! Ist das nicht zum Feiern? Zum Feiern des Tages, wenn ich über die Wand bohren. Ein Energiekristall wurde gefunden. Nein! Nein! Das Level geht hier doch noch weiter. Nein, da ist hier nur eine Verbindung nach oben. Und das sind verbrauchte Energiekristalle, die dann den Dinger da oben. Hier. Du wirst langsam echt gut. Du hast die verschollenen Rockraiders gefunden. Auftrag erfüllt. Vielen Dank. Und das mit 25 Energiekristallen. Sehr schön. So, das, machen wir mal kurz vor. Eine Stunde? Alter, wie schnell geht die Zeit um bei den Leveln? Aber Basisgröße 12, das ist doch was. Alter Schwede. Eine Stunde, 5 Minuten? Herrlich? Meine Herren.
Na gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich schätze mal, es sind ja 2 Folgen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge mit einem der, ich sag mal, Boss-Level. Frosteinbruch. Ich freue mich schon sehr darauf und besonders freue ich mich dann auf das darauf folgende Level. Das ist, das mag ich richtig gern. Das hat mir immer Spaß gemacht. Gerade wenn ich bei meinem Bruder dann zugeschaut habe. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.